Hallo zusammen. Heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, das mich schon sehr lange beschäftigt, das mir schon sehr lange auf der Seele brennt, das ich unbedingt loswerden möchte. Ja, wie der Titel das schon ein bisschen entnehmen kann, über Depressionen, der Krebs, der die Seele befällt. Hier werde ich jetzt vorab, möchte ich schon mal vorwarnen, werde ich jetzt bewusst Depression mit Krebs vergleichen, weil das in meinen Augen, ja, der Titel auch schon sagt, der Krebs ist, der die Seele befällt. Für einige mag das jetzt vielleicht provokant sein, aber ich hoffe, im Verlauf des Videos werdet ihr das vielleicht ein bisschen verstehen können, warum ich das miteinander vergleiche. Es ist ja immer noch so, dass in unserer Gesellschaft Depressionen verharmlost werden, nicht wirklich ernst genommen werden und noch dargestellt werden, dass es ja nur eine Phase ist, dass jeder mal niedergeschlagen ist und man soll es sich nicht so anstellen. Und dabei ist es so, dass Depression viel, viel, viel mehr als das ist, viel mehr dahinter steckt. Und was für mich am schlimmsten ist, weswegen ich dieses Video darüber unbedingt machen wollte, dass wenn man von Menschen hört, die einer Depression unterliegen, dass da immer davon die Rede ist, von einer Selbsttötung, von Selbstmord, von er hat den Freitod gewählt oder er hat beschlossen zu sterben, er will nicht mehr leben und was weiß ich nicht alles. Und für mich als Betroffener ist das wirklich so schlimm, dass das so dargestellt wird. Ich weiß nicht, wie es anderen Betroffenen geht. Das wäre für mich auch mal interessant zu erfahren, wie andere Betroffene das so sehen. Da würde ich gerne mal was drüber lesen. Ja, weil diese Menschen, die sind krank und kein Mensch möchte sterben. Kein gesunder Mensch möchte sterben, und weil Leben etwas Schönes ist, was Schönes sein kann, und mit einer Erkrankung ist das schwierig, schwierig, klar. Aber trotzdem, diese Krankheit kann einem so befallen, so zerstören, dass man am Ende nicht mehr man selbst ist und man dieser Krankheit letztendlich unterliegt. Ähnlich wie der Krebs, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und dann von sowas zu sprechen, für mich persönlich, ich möchte nicht sterben, auf gar keinen Fall. Und ich finde es immer einfach grausam, das jedes Mal zu hören. Und ja, jetzt zum Vergleich mit Krebs. Ich weiß, was ich jetzt sage, das wird jetzt vielleicht für einige sich schlimm anhören. Ich finde es auch irgendwo schlimm, wobei ich wiederum als Betroffener das andere wiederum schlimm finde, ist, wenn man von Selbsttötung spricht. Und von daher setze ich jetzt bewusst diesen Vergleich und sage, dass Menschen, die an Krebs erkrankt sind, sich im Grunde genommen, wenn man es jetzt genau nimmt, sich auch irgendwo selbst töten, dass da der Körper einem tötet. Dass da anfangs gesunde Zellen sich vermehren und dann bösartig werden und den Körper immer mehr befallen und ihn immer mehr zerstören und letztendlich stirbt man daran. Und das ist ja auch eine Art der Form von Selbsttötung, und das sagt man natürlich einem krebserkrankten Menschen nicht, dass dein Körper dich selbst umbringt. Das ist, kann man nur, ne? Aber ich finde, wie kann man das andere nur, wie kann man das dann einem psychisch kranken Menschen sagen? Und vor allem kommen dann auch noch die Vorwürfe, ja, was man seinen Angehörigen damit antut. Das klingt immer so, als würde man sich das selbst aussuchen. Ein krebskranker Mensch, der sucht sich das natürlich auch nicht selbst aus. Und ein psychisch Erkrankter auch nicht. Und ja,
Ich verstehe es echt nicht. Und obwohl bei beiden Parallelen absolut existieren, weil auch bei einer erkrankten Seele die Dunkelheit, sag ich mal, einen immer mehr einnimmt, so sehr, dass man auch nicht mehr man selbst ist. Und es ist wie, ich finde, es ist wie eine Art von Besessenheit, dass irgendwas in dir ist, das sich runterziehen möchte, dass dir nur Negatives einreden möchte, und es ist wie ein Parasit in dir, der deine Seele ausfrisst und sich immer mehr ausbreitet und dann so überhand über dich genommen hat, dass du echt nicht mehr dagegen ankämpfen kannst und letztendlich auch dieser Krankheit unterlegen kannst. Es ist eine Krankheit und das bleibt es, und aber es wird nicht so angesehen. Und das finde ich richtig schlimm. Und deswegen musste ich für mich persönlich jetzt diesen Vergleich mit Krebs setzen. Und ich hoffe, ich will jetzt absolut nicht mit diesem Video erreichen, dass ich jetzt Krebs oder weiß ich nicht, irgendwas verharmlosen möchte und die Prozesse sind schlimmer oder irgendwie was in der Richtung. Nein, das möchte ich jetzt wirklich nicht hiermit jetzt bewirken, weil beides wirklich das Schlimmste ist, was einem Menschen widerfahren kann, weil es einem so sehr belastet und einen so sehr zerstört und dahinter unendlich viel Leid steckt und auch für die Angehörigen, weil gerade Angehörige sind da absolut hilflos, ratlos und können einfach nichts tun. Und was die Heilung betrifft, bei beidem eine hundertprozentige Chance auf Heilung ja halt nicht gegeben ist, weil auch wenn man sagt, dass ein krebserkrankter Mensch offiziell, sag ich mal, als geheilt gilt, trotzdem, wenn man sowas einmal hatte, ich kann mir das vorstellen, man schleppt sich das sein Leben lang, hat man damit zu tun, und schleppt man mit sich. Und bei Voruntersuchungen, die man dann ja auch noch hat, dann hat man immer Angst davor, dass das einem das wieder erfährt, dass man wieder da durch muss und wieder voller Angst ist. Und das ist eine Sache, die einen für immer beschäftigt irgendwo. Und bei Depressionen ist es ja auch genauso, dass auch da gibt es Zeiten, wo du denkst, oh, ich bin quasi geheilt davon, mir geht's super, mir geht's gut, ich bin glücklich und zufrieden. Und aber auch da kann es einem wieder wirklich zurückwerfen. Und auch da ist man niemals davon geheilt, hundertprozentig. Und für mich ist es einfach persönlich sehr wichtig, dass Depressionen endlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Nicht in der Schiene von selbsttötungsmäßig. Da würde ich mir echt wünschen, dass das irgendwie eines Tages vielleicht aus der Welt geschafft wird. Dass das wirklich eine anerkannte Krankheit ist und man an dieser Krankheit sterben kann. Das mit Selbsttötung zu Titeln ist für mich einfach ganz schlimm, dass das hoffentlich irgendwann mal aufhört. Dass es eine ernstzunehmende, anerkannte Krankheit ist, ist es ja auch offiziell bei den Ärzten ja irgendwo schon, aber bei vielen Menschen einfach noch nicht. Und viele Menschen erkranken immer mehr daran, und alleine das sollte jemandem schon einen Weckruf geben, allgemein der Gesellschaft, die Politik oder wen auch immer. Und wie kann das sein, dass man das hinterfragt, weil irgendwas läuft doch definitiv falsch in unserer Gesellschaft. Liegt es vielleicht daran, dass der gesellschaftliche Druck immer höher wird, fängt der Schulden in der Schule an. Man wird ja immer darauf getrimmt, die Schwächen müssen immer unbedingt ausgeglichen werden, aber nie konzentriert man sich auf die Stärken eines Menschen und der ganze Schönheitswahn in den Medien. Und wir sind ja mit allem, werden wir so beladen, und wie wir sein müssen.
Und wenn man dann nicht dieser Norm entspricht, dieser Norm nicht entsprechen kann, dann gehst du kaputt in dieser Gesellschaft. Und ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Wenn ich jetzt auch nochmal drüber reden würde, dann springt das jetzt hier ein bisschen in den Rahmen. Und ja, ich hoffe halt, dass ich mit diesem Video vielleicht ein bisschen die Sichtweise auf Depressionen ein bisschen verändern konnte. Ich hoffe, dass auch dieser Vergleich, den ich mit Krebs gesetzt habe, dass das hoffentlich verständlich einigermaßen rüberkam. Dann war es jetzt erstmal und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder und bis dahin haltet die Ohren steif.